Ja, draußen jetzt Schneekristalle und bei uns geht's um solche Kristalle. Ja, das sind Alaun, nennt sich das. Ist ein Salz, ne? Ist früher ganz viel abgebaut worden. Wenn ich mich nicht irre, irgendwie zum Färben haben die das gebraucht oder was weiß ich wofür. Wir brauchen es jetzt für was ganz was anderes. Nämlich dafür. Für Alaun-Kristallbatterien. Batteria ist da equipada con un tubo corto de escape y se suministra con un tubo largo. Como pieza de recambio, primero quítese el corto e instale el largo. El largo. Hast du mich jetzt aufgenommen? Nur das Gesprochene. Nee, das finde ich aber nicht in Ordnung. Hey, ich muss den Leuten doch irgendwie hier zeigen, wie wir das machen. So, also komplett neue Batterie, noch nie befüllt gewesen. Wird jetzt erstmal mit destilliertem Wasser soweit aufgefüllt, dass wir wissen, wie viel da überhaupt reinpasst. Das ist ganz. Klar, gleich ganz Bickel. Okay, dann tun wir das Salz also erst dann rein, wenn wir hier unsere 60 Grad Celsius erreicht haben. Ne? Da ist jetzt unser destilliertes Wasser drin. Okay, so Temperatur. Und hier geht es an. Temperatur. 60 Grad Celsius, gut. Rennt. Ein Heureka, kann ich Sie mal bitte bitten, zu assistieren? Ich brauche einen Umrührer. Mit was denn? Na, mit dem Umrührspatel. Ich dachte, da haben wir was ganz Spezielles dafür. Jawohl. Okay. So. Das riecht aber komisch, oder? In so einem Ding waren jetzt 10 Gramm drin, oder? Mhm. Also haben wir ja 60 Gramm auf 300 Milliliter, so ungefähr. Ne? Ja, na, mal gucken, ob das reicht. Come on. Come on. Ja, schmeckt Tiger. Die Batterie ist jetzt aufgefüllt mit unserer Lösung. Ne? Haben wir ja vorhin gesagt, wie viel wir reingemacht haben. Ja, jetzt haben wir hier eine kleine blaue LED und wollen mal gucken, ob da auch ein bisschen Leistung dahinter jetzt da ist. Ne? Also, wie gesagt, ursprünglich war es eine 6 Volt Batterie. Wir haben vor dem Multimeter nochmal rangehangen, hat 4 Volt angezeigt, ohne dass wir sie jetzt geladen haben. Und ohne dass wir sie jetzt irgendwie an ein externes Ladegerät angehangen hat. Leuchtet die wie Sau. Machen wir mal schnell wieder ab, sonst brennt sie mir durch. Aber funktioniert schon mal. Juhu! Mal kurz leuchten lassen. So. Okay, den Rest schneide ich mir dann zusammen. Cool. Jetzt haben wir einen Solid State Bedini als Ladegerät angehangen und bei 4,50 haben wir gestartet und jetzt am Anfang sinkt es komischerweise erstmal. Ungefähr eine halbe Stunde später jetzt. Jetzt geht's aufwärts. Fein.
Jetzt habe ich sie eine Nacht hier mit diesem kleinen Bedini laden gelassen. Da kam ich ungefähr auf, naja, bis jetzt innerhalb von 24 Stunden auf 5,5 Volt. Ne? Bei 4,5 Volt haben wir angefangen. 4,5 Amperestunden hat die übrigens. Bei 5,5 waren wir vorhin. Ja, und dann hat es mir gereicht. Deshalb jetzt auch das laute Pfietschen. Und vor 2-3 Minuten habe ich dann erst den großen Bedini angeschlossen. Hat genauso eine 12 Volt Spannungsquelle, zieht allerdings natürlich ein bisschen mehr als dieser kleine. Und sind wir jetzt schon bei 5,9 Volt. Und das geht viel schneller. Tja, wir haben mal jetzt mal noch eine halbe Stunde oder eine Stunde warten, dann, dass wir so auf 6,6 Volt sind. Und dann machen wir einen Entladetest. Ja, also so viel zum Thema, dass Tiere das Geräusch bestimmt gar nicht mögen, ist bei mir komischerweise komplett andersrum. Auf einmal liegt die Miezekatze sich rückwärts räkelnd bei mir mitten im Arbeitszimmer und jeder andere Mensch, der hereinkommt, flüchtet sofort wieder bei dem Gefietsche. Also ist schon faszinierend. Daher ist das echt ein schönes Geräusch, ja. Na gut, wenn es dir gefällt, vielleicht gewöhne ich mich ja dran, obwohl gar keinen Bock eigentlich. Naja, jedenfalls ein schöner Indikator dafür. Ich werde es in Zukunft vielleicht so machen, die Frequenzen zusammen mit der Katze raussuchen. Mal schauen. Tja. Es schaut glasklar aus da drin. Nur ganz wenig Gasbildung. Ab und zu kommt mal ein Bläschen hoch. Und bleibt eisekalt die Batterie. Naja gut, bei dem Ladestrom, den wir hier haben, wahrscheinlich nicht verwunderlich. Trotzdem. Läuft alles soweit ganz gut. Ja, okay. Also, ich weiß es nicht ganz genau, mit wie viel man 6 Volt Batterien überladen sollte. Bei der Voltzahl höre ich jetzt erstmal hier auf. Mit diesem Joule-Tief-Gepfietsche gelade. Meine Nachbarn werden sich bedanken. Und dann mal gucken, wie weit die Batterie runterfällt. So, hier drüben abklemmen. Hä, wieso läuft es jetzt weiter? Ist nicht hier. Aha, nicht schlecht. Gut, haben die beiden Bedinis miteinander gekoppelt oder was? Okay, so, Spannung fällt wie erwartet nach unten. Tun wir auch mal wieder abklemmen, halt hier zumindest. Ja, mal gucken, wo sie stehen bleibt. Ein paar Minuten später sind wir jetzt hier, sinkt immer noch ganz leicht. Ja, dieses Gepfietsche über den Bedini geht mir ganz schön auf den Senkel. Ich werde es mal noch ein bisschen weiterladen. Erstmal hier
mit unserer alten Fatsche-Fatsche-Bedini-Methode. Ne? Die ist ein bisschen geräuschangenehmer. Und währenddessen werde ich mal versuchen, hier diesen Joule-Tief hinzubekommen. Mal gucken, ob der dann komplett ruhig ist und meine Batterie lädt. Mal schauen. So als Vergleich, ne? Die Batterie, diese rechte grüne, habe ich jetzt an dem Bedini-Motor. So sollte es dann aussehen, ungefähr, wenn die Batterie voll ist. Also richtig voll ist die ja auch nicht, die hat eher einen Kratzer weg. Ne? Das pendelt ja immer zwischen 12,65 und 12,67 hin und her. Es steigt seit einer halben Stunde überhaupt nichts mehr. Also hier ist dann die Ladeschlussspannung mit Bedini-Motor erreicht. Ja, und das will ich jetzt mit der Allown-Batterie auch mal hinbekommen. Mal gucken, wo da dann die Spannung aufhört mit Steigen. Ja, wenn man ohne Zeitdruck arbeiten kann, klar, was da manchmal für Dinge rauskommen. Jetzt ist aus meinem Joule-Tief-Lader zwischenzeitlich eine dimmbare Lampenansteuerung geworden. Ja, ich habe mir überlegt, wäre ja schön, wenn man vom Joule-Tief das, was rauskommt, steuern könnte. Ne? Einfach ein Potty mit in diese Widerstandskette mit reingenommen, dass man es schön einstellen kann. Damit man die Batterie schön laden kann. Ja, und habe noch so einen rumliegen gehabt, wo noch eine, also eigentlich sind drei Wicklungen drauf. Vier, wenn man die Bifilare als zwei extra sieht. Ne? Hey, ich erkläre hier gerade. Moment. Und eine ganz, ganz feine Extrawicklung. Eigentlich ganz normale Transformatorenprinzip hier drauf angewendet. Ne? Ja, und jetzt kann man schön seine Energiesparlampen dimmen, wenn man möchte. Mhm. Angenehm, angenehm. So, es wird getestet. 12 Volt Eingang über Joule-Tief auf 6 Volt Ausgang. So, beim 6 Volt sind wir jetzt bei 5,70. Ich starte. Es blubbert schon. Es blubbert schon. Ja, aber es blubbert. Jetzt sind wir auf 6,54, 6,56. Aha. Okay, mal ein bisschen gucken, ein bisschen probieren. Jedenfalls viel angenehmeres Geräusch als vorher. Nun haben wir eine schöne Einstellung gefunden, so wie es scheint. Jetzt haben wir sie schon bei 7,4 Volt. Der Transistor ist komplett kalt. Komplett kalt. Ja. Eine ganz, 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 also wenn ich mir das nicht einbilde, ganz leichte Temperaturerhöhung, aber sonst komplett kalt. Die Stromaufnahme, wenn der hier bei 40 ist und hier die Einstellung bei 100, dürften das 80 mA sein, ne? Wenn ich mich nicht irre. So, mit 80 mA lädt jetzt die Batterie hier. Ne? Das Ampermeter ist in den Ausgang vom Joule-Tief reingehangen.
Ja, und als Quelle haben wir hier unsere 12 Volt Batterie. Niedliches Ding. Und komplett ruhig. Endlich. Ach, schön. Hört das Blubbern? Was mir dabei allerdings noch nicht so ganz so in den Kopf will, ist das Ostseebild dazu. Ich weiß nicht, ob ich das so ganz richtig gemacht habe. Das habe ich jetzt hier an den Plus angehangen. Bekomme dann so ein Bild. Das sieht ja recht schön aus, wenn man rangezoomt hat. Ne? Aber wenn man jetzt wegzoomt sozusagen. Aha. Sieht ganz anders aus. Ja, wenn sich da jemand auskennt, ist das jetzt meine normale 50 Hertz Spannung, die das Ganze hier überlagert, oder warum sieht das so viel anders aus, wenn man da wegzoomt? Fein, jetzt sind wir bei 7,2 Volt. Und wenn ich danach gehe, wie ist es bei 12 Volt Batterien? Da steht dort, ich komme her, Cycle Use 14,4 bis 15 Volt. Okay, und da ich den jetzt lade, ist das praktisch ein Teil vom Zyklus, also okay, wird jetzt richtig spannend. Ne? Wenn ich die Hälfte von 14,4 nehme, bin ich bei 7,2 Volt. Die habe ich jetzt erreicht. Ja gut, dann lasse ich nochmal bis 15 durch 2 sind 7,5. Ne? Also bis 7,5 Volt mal hochfahren, mal gucken, ob er das schafft. Weiter mit 80 mA. Mal gucken. So, jetzt habe ich ja mal auf 90 mA hochgedreht. Es blubbert ein kleines bisschen mehr. Hört ihr es? Ja, und mach noch so nebenbei, ne, wenn ich die anfasse, komplett kalt die Batterie. Komplett Zimmertemperatur. So warm wie alles außen, andere rundherum auch. Und geht ein bisschen schneller. So, hier sind wir bei 7,5,1,2 gleich. Ich habe gedacht, bei Batterien ist es dann irgendwie so, wenn die ihre Ladeschlussspannung erreicht haben, merkt man da irgendwas am Eingangsstrom und die Spannung fällt leicht zurück. Ne, deshalb auch immer diese Delta-Minus-Vergleichsspannung bei diesen normalen Akkuladegeräten. Aber hier schon über 7,5 Volt und will nach wie vor nicht aufhören. Ich glaube, ich schalte dann doch erstmal lieber ab. Oder? Hab nun die Stromstärke noch in Müh zurückgedreht. Und jetzt bleibt es bei konstant der Zahl hier so ungefähr. Ja, kurz hat es noch ein bisschen weiter nach unten geschwankt. Ja, meine Geduld ist jetzt aber so erstmal am Ende. Richtig voll ist die vielleicht noch lang nicht. Aber die Ladeschlussspannung nach der Berechnung, wenn man das durch 2 nimmt, ne, wenn das hier 12 Volt sind und die 6 Volt hat, dann höre ich jetzt mal auf und mal gucken, wie jetzt die Spannung fällt, wenn wir sie abklemmen. Ich wollte hier ausmachen. Auf die Spannung ist sie jetzt runtergefallen und da wollen wir mal einen kleinen Test machen, wa? Das ist das letzte Kabel, was da angeschlossen werden müsste. Moment, hier ist es, doch noch ein bisschen weiter rüber gehen, alles ein bisschen knapp hier. Nicht erschrecken, Fietschbissel. Aber hier geht noch nichts an, warum geht hier noch nichts an? Hier zieht er konstant, wo sind wir jetzt hier, auf 100 mA haben wir gestellt, also um die 100 mA zieht er. Und auf die Störspannung sind wir jetzt stabil. Aber es leuchtet nichts. Warum leuchtet hier nichts? Ah, wieder so eine komische Sache. Ne? Ihr habt gerade gesehen, dass es nicht leuchtet. Hier, ich schalte es an über das Ampermeter.
Ampermeter geht an, Lampe geht nicht an, Batterie wird leer gesaugt. Hm. Okay, dann lassen wir das böse Messgerät weg. Böses Anführungszeichen, ne? Von dem ich es habe, dem bin ich trotzdem tausendmal dankbar. So, nehmen wir es weg und gehen direkt an Plus der Lampe. Da ist hier. Und auf einmal leuchtet die Lampe. Kein Messgerät dazwischen. Lampe leuchtet. Und Batterie funktioniert einwandfrei. Also einwandfrei, relativ einwandfrei. Ne? Das Mischungsverhältnis war bestimmt nicht optimal, was ich genommen habe. Aber für die ersten Tests vielversprechend.